Mein Name ist Veit Mette, ich bin Fotograf in Bielefeld und arbeite seit 1990 als freiberuflicher Fotograf für Zeitungen, Zeitschriften, mache aber immer wieder auch freie Projekte. Die Sachen, die mir am Herzen liegen, das sind in der Regel Sachen, wo der Augenblick eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt, ich gucke gerne. Es ist eigentlich, die Sachen, die ich von mir gut finde, sind in der Regel nicht inszeniert. Ich habe in den 80er Jahren angefangen zu fotografieren. Und da war die Grundentscheidung immer, lege ich einen Schwarz-Weiß-Film ein oder einen Farbfilm. Und ich war immer ein Schwarz-Weiß-Fotograf. Ich glaube, Schwarz-Weiß hat eine Form von Konzentration. Das reduziert ja wirklich auf Licht und Schatten im Wesentlichen und Graustufen. Es führt ganz oft dazu, dass es was Zeitloses kriegt. Das Bild, was bei der Kunstauktion versteigert wird, ist im Rahmen meines Stadtfotografenprojektes entstanden. Ich habe ein Jahr lang Bielefeld fotografiert. Für mich ist es spannend, Fragen zu stellen, eher Fragen zu stellen als Antworten zu geben. Und das ist in dieser Fotografie eben für viele Leute, die denken, das ist die Kunsthalle, das ist der Blick auf die Kunsthalle. Aber es ist eben genau nicht der Blick, es ist eben nur das Spiegelbild der Kunsthalle. Und das mag ich, wenn man Bilder vielleicht oder bestimmte Sachen erst beim zweiten, dritten, vierten Mal entdeckt.